Non so più cosa son, cosa faccio, ogni poco la son, ogni noccio, ogni donna cacciare colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Ich werde als Solistin in einem Opernensemble singen, an einem großen Haus. Solo in un miramor del mondo, viel Engagement zeigt, viel Liebe zum Gesang, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das üben natürlich und ja, dass man mit vollem Herzen dabei ist. Ich denke, ich muss an mich glauben und ich denke, wichtig ist, dass man auf die Bühne alles genießt, was man macht. Und dann dadurch kann man auch das so übertragen. Wichtig ist, dass man sich und seinen Beruf und seinen Weg liebt. Dann, ich denke, das wird funktionieren. Mara mia, il catalogo è questo, delle belle chiamo il padron mio, il catalogo è lieto e fatino, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Die Ruhe, weil das ist, was ich nicht in meiner Heimatstadt gut erleben konnte. Chorunterricht und ich fühle mich gut zu singen. Ich komme aus Wien. Ich komme aus dem Iran, aus Teheran. Ich komme aus Brasilien, São Paulo. Ich möchte viel lernen über Konzertpraxis. Wie trete ich auf? Also technisch auch viel. Ich persönlich brauche viel Erfahrung auf die Bühne zu haben, wenn ich viel auftritt, öfter, ich brauche öfter die Möglichkeit haben, mich zu präsentieren und auch im Schauspielbereich, ich denke, brauchen wir noch mehr im Detail, noch mehr Unterricht, ich denke, brauche ich. Und für mich sehr wichtig ist diese Basis für die Karriere, zum Beispiel Auftritt oder Coaching oder Selbstmanagement, das ist sehr wichtig für Sänger, für Künstler. Ganz wichtig ist üben.
natürlich erst üben. Fleiß braucht man. Und muss ich mit offenen Augen meine Schwäche herausfinden und dann die versuchen, die schnell wie möglich zu verbessern. Aber natürlich, man muss sich Zeit geben und nie die Hoffnung verlieren. Hispania son già mille tre, mille tre, mille tre. Zuallererst, als Sängerin leben zu können, also mich selbst finanzieren zu können, das ist ganz wichtig für mich. Mein erster Wunsch ist, dass ich und meine Familie immer gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Zweiter Wunsch. Ist, genau wie ich vorher auch gesagt habe, dass ich als Sängerin mit meiner Stimme die Leute beeindrucke und immer wenn sie mich hören, Gänsehaut bekommen. Das ist mein Wunsch. Ich muss ein sehr guter Sänger sein.